Hallo Matthias, danke, dass du auch Produktetester mit werden möchtest. Deshalb hier nochmal eine kleine Kurzanleitung, damit auch nichts schief geht sozusagen. Wir probieren erstmal hier den 9 Amperestunden 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid wieder auf Vordermann zu bringen. Also einschalten, nachdem es dran hängt. Da sehen wir schon, der hat 0,8 Volt und wenn man hier auf den rechten lange drauf gedrückt hält und das anfängt mit Blinken, kann man hier die Spannung, die Entlade-Schlussspannung runtersetzen. Wir gehen jetzt mal, das war zu viel, das hat er nämlich schon wieder ausgeschalten. Wir gehen mal auf 1, und 1,6 Volt gehen wir mal hoch. Normalerweise haben die 1,7 Volt Ladeschlussspannung, aber ich habe mitbekommen, der REMF-Charger, der wirkt so auch wie ein bisschen, wie wenn es unter, ach, ist immer blöd auszudrücken, wie wenn er entlädt. Ja, also er erreicht dann die 1,7 Volt ziemlich spät und fängt dann vorher schon mit an, manchmal mit warm zu werden. Und deshalb geht man mit 1,6 Volt hier auf die sichere Seite. Und da er jetzt aber hier schon mal wieder abgeschalten hat, weil wir hier unter die 0,8 Volt aus Versehen gekommen sind beim Runterfahren, müssen wir vorne wieder ausschalten, wieder einschalten. Dann setzt sich das Relais hier in der Ladeabschaltung zurück. Man muss ein bisschen warten. Und dann kann man hier vorne dann die Voltzahl einstellen, mit der man dann auf den Akku geht. Ja, und beim REMF ist es so, dass man erstmal so ungefähr mit 2 Volt Überladeschlussspannung beginnen sollte. Also wir haben 1,6 Volt eingestellt. 2 Volt drüber gehen wir hier mal mit 3,6 Volt am Anfang ran. Und dann können wir langsam höher drehen. So, okay. Upsala. Na toll. Jetzt habe ich das Kabel abgerissen, aus Versehen, weil ich abgerutscht bin. Hat er die Ladeschlussspannung gleich erreicht. Also nochmal ausschalten. Nochmal einschalten. Haben wir gleich alle Eventualitäten hier durch. Ist doch alles verkehrt. So, jetzt noch ein bisschen warten. Jetzt hat er es wieder. Und jetzt nochmal einschalten. So. So. Also. Wie? Aha, da ist er hochohmig, der Kandidat, so wie es aussieht. Hat er jetzt schon wieder die Ladeschlussspannung erreicht? Ist ja krass. Okay, da gehen wir hier erstmal ein bisschen höher. Mal ungefähr auf 2 Volt ungefähr. Ja, manchmal kann es auch passieren, dass man hier echt hochohmige Kandidaten erwischt, die erstmal am Anfang extrem über die eigentliche Ladeschlussspannung hinübergehen. Das könnte so einer sein hier. Der ist wahrlich nicht fit, der Akku. Der ist wirklich, der lag im Schrott. Ne? Okay, so hier drüben ist die Startanzeige. Ich beobachte mal, während ich hier drücke. Start 1,5, 1,6, 1,7, 1, geht bis 1,9 Volt hinauf, 1,8 Volt. Okay, und er piepst auch nur ganz leise und die Ampere hier sind bei 30 Milliampere ungefähr. So, jetzt müsste ich den in der Einstellung hier mal ungefähr eine halbe Stunde dran lassen und mal beobachten, ob die Ampere hier mehr werden und ob die Ist-Spannung, hier hinten wird dann immer die Ist-Spannung des Akkus angezeigt, sinkt. Ja, wenn der jetzt so hoch um mich bleiben sollte, dann ist hier drin irgendwann mal wahrscheinlich das Elektrolyt sowas von warm geworden. Dass er im Arsch ist sozusagen. Und dann ist nichts mehr zu machen. Ich warte jetzt einfach mal ein bisschen und wenn das nicht funktioniert, zeige ich dir mal, wie es mit einem schon funktionierenden Akku funktioniert. Aber vielleicht haben wir bei dem hier auch noch eine Chance. Mal gucken. Okay, also interessant. Ich habe jetzt hier ein bisschen rumprobiert und musste hier die Ladeschlussspannung auf 3 Volt hochsetzen, damit ich hier auf ungefähr 4,8 Volt fahren konnte und auf einen Schlag hat er dann auf einmal 800 mA angenommen, die ganze Zeit nur 50 mA. Aber dann ging es Schwingen erst richtig los. Das ist mal gut zu sehen. Wie es dann manchmal so gehen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn wir hier jetzt wieder runterfahren, ob er es jetzt behält. Ich meine, so 800 mA war schon perfekt, so 900 mA kann er maximal, da haben wir ein Zehntel C.
Da fahren wir mal mit 20. C. Das wären dann 450 mA. Gehen wir mal hier auf 450 runter. Ja, 500 mA. 500 mA sieht auch gut aus. Gut. Und dann können wir hier nämlich auf 1,7 Volt stellen, so wie es aussieht. Obwohl, naja, in dem Falle hier, ich weiß ja, dass der Akku komplett leer war. Ja, und wenn wir jetzt 500 mA eingestellt haben, müsste es ja mindestens 10 Stunden dauern, ehe hier 5 Ampere drin sind. 9 Ampere passen rein. Tja, könnte man den jetzt auch 5 Stunden unter Aufsicht erstmal so hier betreiben, bis der Akku wieder fit ist. Ja, also wenn er dann einmal, also ich würde ihn jetzt mal 5 Stunden dran lassen, dann mal entladen auf alle Fälle. Und nach 5 Ladezyklen hat man die Kapazität, die man ungefähr maximal erreichen kann mit dem REMF. Also so nach unseren Tests bisher. Ja, öfters als 5-mal laden, entladen, da bringt es da nichts mehr an Kapazität. Aber bis dahin bringt jedes Mal laden und entladen wieder ein bisschen was an Kapazität. Und beim nächsten Versuch müsste dann von unten her die Voltzahl steigen. Also müsste er bei 1 Volt anfangen, 1,1, 1,2. Nicht so wie jetzt, dass er von oben her runterfällt. Ne? Sondern dann das nächste Mal, wenn er fit ist. Und jetzt klingt es, als ob er fit wird. Weil jetzt, wenn er 500 mA schon aufnimmt, sieht es nicht verkehrt aus. Ja, so würde ich jetzt machen. Also ich würde jetzt nicht gleich hier die Ladeschlussspannung von 1,7 Volt einstellen, weil ich bin mir nicht sicher, ob er die erreicht. Ich vermute eher mal, dass er hier dann mit der Voltzahl vielleicht eher noch sinkt. Ja, und nach 5 Stunden dann dürfte er spätestens etwas lauwarm werden. Und dann würde ich abklemmen, entladen, nochmal laden. Und dann müsste er von unten her kommen. Tja, ansonsten dürfte sich der Rest eigentlich selbst erklären. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ich habe dir Kontakt alles mit aufgeschrieben. Über Feedback würde ich mich freuen und wenn irgendein Fehler dran ist, auf alle Fälle sofort melden. Hier oben kannst du dran anpacken. Also wenn du hier dran anpackst, das ist alles ordentlich mit Schrauben verschraubt hier. Da dürfte nichts passieren, weil das Ding ist schon ziemlich schwer. Hier an der Seite mal bitte nicht anheben. Das hält zwar schon einiges aus, aber das ist nicht verschraubt, das ist nur verklebt. Der Kleber hält zwar bombenfest, aber man muss es nicht unbedingt haben. Weil hier unten drunter sind dann nämlich die 220 Volt Zugänge fürs Relais, was das Relais von der Ladeabschaltung dann nämlich abschaltet. Die sollten abgedeckt bleiben. Ja, ne? Muss man schon dazu sagen. Gut. Okay. So, ansonsten, falls du mal einen fitten Akku verkehrt rum anklemmst, wird hier vorne die Sicherung kommen. 5 Ampere Sicherung ist, glaube ich, eingebaut. Ja, müsste 5 Ampere Kfz Sicherung sein. Geht aber auch in 7,5 Ampere. Also irgendwas zwischen 5 und 10 Ampere sollst du einbauen, weil die Schaltung ist für maximal 10 Ampere ausgelegt hier drin. Gut, so, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit miteinander. Bis bald.